Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22, sind heute mal wieder auf der alten Eimskrieg unterwegs in den USA. Und ja, unser Misthaufen läuft schon über und heute werden wir Mist streuen. Dafür werden wir den 8R benutzen, den Teleskoplader zum Aufladen. Der 8R steht noch hier mit dem Kalkstreuer. Und ja, wir züchten hier auf den Hof Schweine. Wie die einen oder anderen vielleicht noch wissen. Und haben natürlich viele Felder. Und drei davon, wenn wir jetzt mit natürlichen Dünger bestücken, würde ich sagen. Da werden wir jetzt nämlich mal Mist streuen. Und wir haben dann schön Miststreuer hier zu stehen und das sollten wir mal mit dem Teleskoplader aufladen können. Boah. So, ankoppeln. So, ich denke, wir werden mal da laden. Das sollte eigentlich so gehen. So, boah, Schaufel ist schon wieder voll. So, machen wir mal mit Innenansicht, gucken, ob wir das auch hinbekommen. Schaufel ist voll. Schaukelt ganz schön. Boah, füllt sich langsam.
So, bei den Feldern haben wir überall Bodenproben genommen. Wir wissen jetzt genau, wie viel wir hier ausbringen können. So, boah, Vollgas. So, und den neuen Schweinestall, den müssen wir selber ausmisten. So, ich glaube, da geht immer noch was rein. Aber nicht mehr viel. So, super. So, dann werden wir da mal als erstes auf dem Feld hier. So, dafür machen wir den Hub wieder an und da sehen wir nämlich Präzisionsfarming läuft hier und da können wir die genaue Menge, was wir hier brauchen, auf dem Feld rausschmeißen. So, jetzt könnten wir eigentlich noch das GPS anmachen. Ja, das lohnt nicht, glaube ich,
für das kleine Feld. Okay, vielleicht hätte es doch gelohnt. Dann natürlich schon. Um ein paar gerade Bahnen zu ziehen, wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. So, der Bergmann, Miststreuer, macht da gute Arbeit. Außer der Fahrer ist ein bisschen von der Spur abgekommen. So, heute machen wir mal richtig Mist hier auf der Karte, ne? So muss das sein. So, das Ding ist leer. So, jetzt machen wir da noch mal so eine Stichprobe. Hier haben wir bloß Kalk drauf. pH-Wert ist bei 6. Hier drüben haben wir jetzt Mist drauf gestreut. Stickstoff 150 Gramm auf dem Hektar. Und hier haben wir gar keinen. 10 Gramm haben wir drauf. Okay, das bringt natürlich schon was. Da kriegen wir eine fette Ernte raus. Oh. So, die Borstis, die machen da weiter Mist. Sollen sie ja.
So, da kriegen wir auf jeden Fall den Misthaufen ordentlich leer. So, vorne noch eine Schaufel rein. Ja, gerade noch eine Delle hier in den, oh, in den Miststreuer, das wollen wir doch gar nicht. So. Gut, ich würde sagen, das reicht. Fahren wir noch mal aufs Feld.
So, wenn wir da erstmal ein paar Mal Mist draufgebracht haben und oder Dünger, dann haben wir da auch einen super Boden nachher. Aber jetzt mal gucken, wenn wir hier drauf fahren. Stickstoffgehalt ziemlich in der Mitte. Und wenn wir rüberfahren, haben wir gar keinen Stickstoff fest. So, ich werde hier noch weitermachen und sage erstmal danke fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.